Also, vierter und für heute letzter Versuch, ein Video aufzunehmen für euch. Mein erstes Video YouTube. Ich konsumiere YouTube seit mehreren Jahren. Jetzt habe ich mich entschlossen, ich will vielleicht auch mal versuchen. Also Videopremiere und dann auch noch Premiere bei einer Bestellung. Ich habe in den letzten paar Wochen festgestellt, Haul-Videos sind super angesagt und jetzt habe ich auch mal bestellt. Vielleicht könnt ihr schon raten, also Bastler unter euch wissen das vielleicht. Hier dieser Karton kommt aus China. Vielleicht muss ich das da noch verstecken, das ist meine Adresse. Mal gucken, ob ich das kann. Und zwar Doreen Beats Haul. Habe ich mir gedacht, als Einstieg super. Haul-Videos sind total angesagt, mache ich jetzt auch eins. So, das ist mein Karton. Ich musste ihn schon aufmachen, eben weil mein erster Videoversuch ist in die Hose gegangen. Als erstes zeige ich euch Sachen, die ich aus Spaß bestellt habe. Hier, das sind so Armbänder. Hatte ich eigentlich von diesen Glitzerarmbändern nur zwei Stück bestellt und dann noch zwei andere in einem Boho-Muster. Aber da haben sie mir schon geschrieben, dass die unerwartet plötzlich ausverkauft waren und dass sie mir was anderes reingetan haben. Und sie hoffen, dass ich zufrieden bin. Ich soll ihnen doch schreiben, wie ich das finde. Ja. Ich hatte, glaube ich, weiß und lila. Jetzt habe ich die noch gar nicht ausgepackt aus der Verpackung. Das war eigentlich schon von Anfang an gedacht zum Verschenken. Sind jetzt auch nicht so groß. Das ist für Kinder. Und ich weiß schon, wer da voll drauf abfahren wird. Hallo Alessia. Und ja, passt mir sogar. Vielleicht behalte ich das braune. Ich hatte noch zwei andere eigentlich im Boho-Muster bestellt, aber die waren eben dann nicht mehr lieferbar. So, jetzt kriege ich das hier auf die Schnelle nicht zu. Aber eben, diese fertigen Sachen habe ich gesehen. Da gibt es auch ein paar. Ja, muss man schauen. Qualitätsmäßig kann man machen, muss man aber nicht. Also, ich denke, Lebensdauer ist da nicht so lang und ein bisschen gemein ist auch in der Produktion, denke ich, sind da kleine China-Kinder, die das da zusammengesetzt haben. Hier. Das sind so Stifte zum Anspitzen, die kleben, oder die kleben nicht, die haften dann einfach. Wenn man zum Beispiel, ich bin Kartenbastler, wenn man viel mit so Perlen und sowas macht, dann kann man da, hat man mehr die Möglichkeit, das an einen Platz zu setzen, ohne dass das gerade irgendwie verloren geht. Ja, gibt es im 10er-Pack, ich habe mir nur drei bestellt, weil wer braucht schon so viel Stifte da zum Kleben. Dann habe ich einen Container bestellt. Ursprünglicher Gedanke bei Doreen Beads zu bestellen war, weil ich gerne Perlenarmbänder basteln möchte zum Verschenken für Geburtstag und Weihnachten oder im Adventskalender. Und da ich jetzt mehrere Perlen schon habe, die provisorisch in irgendwelchen Teedosen oder Säckchen oder sonst irgendwas untergebracht sind, habe ich mir jetzt diesen Container noch bestellt. Da geht auch nicht alles rein. Sind kleine Fächer, aber ein bisschen was kann man da wahrscheinlich gut unterbringen. Und jetzt sage ich noch was, die Bestellnummern, die kann ich einfach nicht aufnehmen. Ist jetzt, wie gesagt, mein vierter Versuch. Und mit dem Licht und der Kamera, das funktioniert nicht. Wenn ihr was wissen wollt und falls überhaupt irgendjemand dieses Video sieht, dann müsst ihr mir schreiben, Kommentar geben oder sonst irgendwas. Dann versuche ich euch das rauszusuchen. Aber ich muss mir da nochmal überlegen, wie ich das besser hinkriege. Das sind hier Tüten. Wie gesagt, ich bin vornehmlich Kartenbastler, Scrapbooking, Papier. Ja, und da habe ich mir so Tüten bestellt, um die Karten einzupacken. Ich bastel manchmal, wenn ich was Schönes sehe, ohne einen Anlass zu haben. Dann mache ich das nach oder ich habe eine Idee und mache das im Vorfeld. Und wenn ich dann einen Anlass habe, dann suche ich meine Karten durch. Und damit da nicht so viel angemackt wird und kaputt geht, möchte ich die gerne so verpacken. Also einfach aus Sicherheitsgründen. In diesem Pack sind 300 Stück drin. Das ist echt viel, finde ich. Also kann man fast nichts falsch machen. Dann angeregt durch andere Videos habe ich mir selbstklebende, ja, Perlen, ja, schon so Perlen halt einfach bestellt. Das ist jetzt ein Pack, ich glaube, es war ein Zweierpack und irgendwas unter 1 Euro. Ich habe meine Kamera verbunden mit dem Handy und hoffe, dass man das irgendwie sehen kann. Das sind weiße Farb. Oder farblos, schöner Perlmutt-Schimmer. Mal gucken, wie die kleben. Gibt ja ein paar Leute, die auf YouTube sagen, Doreen Beads, super Qualität. Bin ich gespannt. Ich bastel viel mit Stampin' Up. Bei diesen Perlen bin ich sehr gespannt, wie das dann funktioniert. Jetzt, wo die hier so liegen, dann haben die schon echt einen Wahnsinnsschimmer.
Ja, auf der Kamera sieht man das jetzt nicht mehr. Dann gab es noch andere. Hier in grün. Ja, so ein bisschen rosa ist mir das. Vielleicht ist das aber auch durchscheinend. Ich weiß es noch nicht. Das muss man auf der Karte anschauen. Ja, das ist eher weiß. Entschuldigung, aber die Kamera, die kann das, glaube ich, nicht. Entweder liegt es am Licht oder an der Kamera. Das hier so pink, pinkig. Glitzert aber total. Und das war, glaube ich, ein Fünferpack. Hier ist noch was in Blau oder Türkis. Für einen Euro. Also das ist echt abartig. Dann war ja ursprünglicher Gedanke, dass ich was für Perlenanbänder mache. Jetzt habe ich mir hier so gewachste Baumwolle. Das ist hellblau. Meterware, auch günstig. Preise habe ich jetzt nicht im Kopf, aber kann man dann raussuchen. Weiß ich nicht. Also ist jetzt auch ein bisschen dünner, als ich ursprünglich gedacht hatte. Ja, Bestellnummer kann man echt nicht sehen. Ich werde mir wahrscheinlich auch nochmal Leder bestellen. Tut mir leid, wenn es knistert. Ich hasse das total, wenn ich Videos schaue. Aber wenn man sowas auspackt, ist das einfach so. Und es ist schon viel besser als vorher. Vorher war noch mehr Verpackung. Hier noch braun. Weiße Bänder. Rosa. Pink. Lila. Und schwarz. Und ich habe schon ein paar Perlen. Ich habe aber auch noch mal ein paar Perlen bestellt, wo ich mir vorstellen könnte, dass man da ein paar schöne Sachen zusammenstellen kann. Hier habe ich jetzt so ein Säckchen. Das sind wie Pailletten. Das sind einfach kleine Sternchen. Grün und pink. Schimmern ganz toll. Sind 100 Gramm. Riesiger Beutel. Ich mache gern Schüttelkarten. Dafür möchte ich die haben. Und ich mag gern diese kleinen, Pailletten sind ja oft größer, gibt es auch in kleinen Formaten, aber so die kleinen Elemente, die mag ich halt sehr gerne. Die verteilen sich besser, habe ich mir halt mitbestellt. Ganz toll finde ich diese Holzknöpfe. Ich hatte mal welche in verschiedenen Größen. Die habe ich dann verbastelt und war ein bisschen traurig, dass ich die nicht mehr bekommen habe. Dann habe ich gesehen, bei Doreen Beads gibt es sie auch in unterschiedlichen Größen. Ist ein Mischsack, 100 Stück. Die kann man auch noch anmalen mit Acrylfarbe oder Alkoholtinten oder irgendwas anderem, was man halt mag. Ich mag es gern für Babykarten oder ja, kann man auch als für die Armbänder als Verschlüsse oder sowas nehmen und wahrscheinlich noch 100 andere Sachen. Diese einfarbigen Holzknöpfe finde ich einfach super und das ist echt, das ist ein Riesenpack, hält jetzt wahrscheinlich ewig. Hier hat man auch schon 100-fach gesehen in anderen Videos. Und zwar sind das diese kleinen Perlchen, Plastik oder Acryl, so Röschen. Ich habe bei den Perlen, mag ich auch gern kleinere, 6 bis 8 mm habe ich, glaube ich, darauf geachtet, dass es nicht größer wird. Hält ewig. 1000 Stück sind da drin. Ich weiß nicht, ob ich die jemals verbastel. Gibt's in fast jedem Doreen Beads Haul. B26467. Dann hier, das ist eine Bestellung. Da weiß ich nicht, ob die wirklich von mir ist oder das auch ein Ersatzartikel war. Das sind so längliche Plastikperlen, bunte Mischung. Ich glaube nicht, dass ich die bestellt habe. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber ich werde sie vielleicht verbasteln. Und wie ich gesehen habe, haben andere in irgendwelchen Ersatzpäckchen schon schlimmere Sachen gehabt. Hier, Organza-Säckchen. Ole, ole. Das ist immer das Highlight in jeder Bestellung. Jetzt kann ich den runtertun. Die Organza-Säckchen, die kann man da auch bestellen. Die meisten kriegen irgendwelche Säckchen in Pink oder Rosa oder sowas. Da sind dann einfach diese kleineren Sachen. Diese finde ich ganz schön. Längliche Perlen, die habe ich definitiv bestellt. Die sind auch ein bisschen schmaler. So Petrol, Ölfarben, also Glasperlen oder was ist das, glaube ich.
Die wollte ich definitiv haben. Es gab auch Süßwasserperlen in verschiedenen Formen, aber die habe ich aus dem Warenkorb rausgenommen, weil ich mich einschränken musste. Meine ganze Bestellung hat gedauert 4 Stunden mindestens. Mein Mann war schon total frustriert und hat gefragt, ob ich noch mal Zeit habe für ihn an dem Tag. Und ich habe im Vorfeld schon recherchiert. Also die haben ein unglaubliches Angebot und zu Preisen, da schnallst du ab. Da kannst du in Deutschland eigentlich gar nichts haben. Das hier sind durchsichtige Perlen, Facettenschliff. Habe ich bestellt, um die zu kombinieren, auch mit diesen. Das ist so rosa Facettenschliff. Ja, das Licht ist irgendwie total daneben, da kann man wirklich nicht so viel sehen. Ich werde jetzt aber dieses Video, glaube ich, nicht mehr löschen. Das ist jetzt halt einfach so. Ich versuche mich dann zu verbessern, aber jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr, um das Ganze nochmal neu zu machen. Hier auch nochmal ein buntes Säckchen. Also hier habe ich keine Anzahl, wie viele Perlen das sind. Das ist einfach ein Strang. Das ist ein Säckchen, da sind 100 Stück drin. Finde ich auch ganz schön. Auch wieder Pailletten, Facettenschliff. Und die kann man auch ganz gut, glaube ich, verarbeiten zu so hübschen Armbändern. Also wenn ich das gemacht habe mit einem Armband, dann zeige ich euch das auch mal. Hier auch nochmal Facetten, bunte Mischung, gelb, grün, dunkelgrün, durchsichtig. Bisschen klein jetzt, hatte ich wohl nicht so drauf geachtet, aber ich habe das gleiche Päckchen auch nochmal bestellt. Kann ich trotzdem sicher gut verarbeiten für Armbänder. Hier Pastellfarben. Rosa, Bernstein, blau, durchsichtig, glaube ich. Schön abgestimmt, kann man tolle Sachen mitmachen. Dann Freaky, wollte ich aber gerne haben, lila und gold, auch wieder ein Strang. Weiß nicht, wie viele da dran sind. Jetzt auf Anhieb vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber das kann man schön kombinieren und dann ist das schon nicht mehr so krass. Also ich glaube, da werden ein paar schöne Sachen draus. Perlmutt, rosa, runde Perlen, ja eben. Angehaucht an diese, ich hätte ja so gerne so Tilda-Perlen. Wer jetzt da viel in Amerika unterwegs ist, der weiß vielleicht, was ich meine. Und das habe ich aber nicht gefunden bei Doreen Beads. Jetzt diese Perlmutt-Sachen oder die Süßwasserperlen-Verschnitte, da werde ich mich irgendwann nochmal mit beschäftigen. Dann habe ich hier noch so ein Säckchen weiß Facette, milchig, ein bisschen Goldakzente, kann man gut kombinieren mit diesen durchsichtigen Weißen oder auch mit den rosa-Weißen. Also da wird bestimmt was Schönes draus. Ähnliche Größe, Facettenschliff, aber nicht der gleiche Schliff. Und das wollte ich auch haben. Jedes Mal eine Fummelei, das da rauszunehmen. Jetzt mache ich es nochmal. Und zwar sind das auch für Armbänder. Das sind so Teile, die kann man dann daran machen und die haben noch zusätzlich eine Öse und da kann man dann Charme dran machen. Ja, die Kamera, die kann das nicht scharf stellen. Das ist einfach nicht die richtige Kamera für solche Sachen. Hier auch nochmal 1000er Pack silberne Schraubösen, Resin oder Fimo-Anhänger. Da kann man das dann dran machen. Noch mit Sekundenkleber ein bisschen fixieren. Habe vorhin auch schon gesagt, 1000 Stück, da werde ich niemals alles verbasteln. Aber diese Einheiten sind halt einfach so groß bei Doreen Beads. Ich weiß nicht, welche Kinder das in Hand geschraubt und gebunden und gedreht haben. Tut mir leid, aber hier, das sind so Ringe. Die habe ich mir bestellt. Also da habe ich schon öfter mal drüber nachgedacht, wo man die wohl kriegen kann. In Bastelläden sieht man das ja, wenn man Stempel oder sowas kauft. Da sind dann so die ganzen Ringe zum Sortieren, hängen die dann da an den Regalen. Und jetzt habe ich vorhin schon mal, weil ich eben viele Stempel noch so in den, also benutzte Stempel, ich benutze die, die sind nicht original unverpackt, nicht ausgepackt. So, zum Sortieren oder Bänder, Washi-Tape, also für Washi-Tape sind die jetzt zu klein, aber man kann verschiedene Sachen da dran sortieren. Ich finde die extrem praktisch und bin wirklich froh, dass es die da gab. Vielleicht kaufe ich die auch nochmal in größer. Es gibt ja auch so ganz große Ringe, da kann man dann die Washi-Tape drin aufsammeln. Hier habe ich einen Charme, da dachte ich, der wäre kleiner. Auch Markenrechte verletzt
von Doreen Beats findet man unter Begriffs Roboter, ist so ein Star Wars Charm. Ich dachte auch nur, es wäre einer. Ja, weiß ich nicht, ob ich das nochmal so bestellen würde, weil ich nicht so unbedingt der Fan davon bin, dass man solche Sachen unterstützt. Hab aber gesehen, Alice im Wunderland und Game of Thrones und all diese Sachen, man findet das nicht unter dem Originalbegriff, aber wenn man so Wolf oder Mädchen mit Uhr oder irgendwas eingibt, dann kommt man da drauf. Diese wollte ich unbedingt haben. Da habe ich dann in Deutschland schon öfter gesucht. Das sind jetzt so bronzefarbene Cabochon-Fassungen, Ohrstecker. Und da sind die Plastik-Ohrstöpsel dazu. Passende Cabochon dazu habe ich auch bestellt. Das ist auch ein ganzes Säckchen voll mit 200 Stück. Das ist eigentlich unglaublich. Aber wenn man jetzt zum Beispiel, ich war nicht so ganz sicher, ob das funktioniert, aber die Durchmessermaßen, die funktionieren. Da kriegt man die richtige Größe. Die Cabochon, die kann man auf unterschiedliche Art und Weise bearbeiten, anmalen, Bildchen hinten dran kleben, da reinkleben, irgendwas anderes verarbeiten. Da kann man ganz schöne Sachen mitmachen. Hab dann dazu passend auch in Bronze diese Ringe bestellt und diesen Größenverstellbar habe ich vorhin auch schon versucht zu sagen, dass ich nicht so glücklich damit bin. Die zwicken hier vielleicht ein bisschen und wenn ich die verschenke, dann wird derjenige das wahrscheinlich einfach aus Nettigkeit tragen. Weil wirklich bequem finde ich das nicht. Aber ich bin auch nicht so ein Fan von so großen Sachen, deswegen habe ich die bestellt in der Größe. Es gibt auch noch andere, die sind glaube ich nicht größenverstellbar. Vielleicht probiere ich die auch nochmal aus, aber das war jetzt, also die Perlenarmbänder und diese Cabochon-Geschichten waren für mich die Motivation, bei Doreen Beats zu bestellen. Und ja, probiere ich jetzt mal aus. Das ist so meine Bestellung und mein ganzer schöner unsortierter Hintergrund. Hatte das anders geplant, aber jetzt habe ich auch einfach den Drang gehabt, dieses Paket aufzumachen. Vielleicht wird es beim nächsten Mal besser. Ich gucke mir das nochmal an mit dem Licht und der Kamera. Hoffe irgendwie, dass es einigermaßen erkennbar ist. Mit den Bestellnummern kann ich euch jetzt nicht dienen. Da müsst ihr dann nachfragen. Ich versuche das zu verbessern. Und vielleicht sieht es ja auch gar keiner, dann ist es sowieso egal. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das nächste Mal versuche ich ein Bastelvideo zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen.